Ingmar Hörn, ein leidenschaftlicher Forscher. Wenn er das alte Labor im Tübinger Unimuseum besucht, erinnert er sich, wie er vor über 20 Jahren kurz vor einem Durchbruch stand. Und ich habe das gespürt, dass wir da was Großes entdeckt haben. Ja, die Investoren leider nicht zu der Zeit, aber wir haben das gespürt. Ingmar Hörn und sein Team erforschten die sogenannte mRNA, die Messenger-Ribonukleinsäure, eine Art Botenstoff in Zellen. Bei der Corona-Impfung geht es um diese Botenstoffe. Der Patient bekommt sie geimpft, sie aktivieren sein Immunsystem und dieses tötet dann die Viren. Heute in der Forschung ein bekanntes Prinzip. Ingmar Hörn musste damals für seine Entdeckung kämpfen. Waren wir gerade auf der Hannover Messe und haben im Regen unseren Stand ausgeladen. Und ich war auch mit den Nerven einfach fertig. Und dann habe ich gesagt, komm Florian, wir schmeißen jetzt einfach hin, wir lassen das. Und dann hat er gesagt, das geht so nicht. Ingmar, entweder wir ziehen es durch oder ich bin weg. Ingmar Hörn bleibt dran, gründet 2000 das Unternehmen CureVac. Große Investoren wie Bill Gates oder Dietmar Hopp steigen mit ein. Heute ist es ein börsennotiertes, milliardenschweres Unternehmen mit 500 Mitarbeitern. Ja, ist natürlich ein tolles Gefühl, dass das genau eintritt, was ich immer irgendwo gedacht habe. Ich habe natürlich nicht an Corona gedacht, ganz klar, das wäre vermessen gewesen. Ich habe nicht an den Hype gedacht, aber ich wusste, dass da was drinsteckt in der Technologie. Impfstoffe gegen Krebs zu finden, ursprünglich der Schwerpunkt bei CureVac. Dann kommt Corona und das Unternehmen stellt blitzschnell alles um, beginnt nach einem Impfstoff zu suchen. Wir erhalten Anrufe alle paar Minuten aus der gesamten Welt von Journalisten, von potenziellen Partnern, die mit uns ins Geschäft wollen, kommen wollen, von Menschen, die an klinischen Studien teilnehmen wollen. Das ist extrem abwechslungsreich. Es verlangt aber auch, dass man viele Stunden am Tag arbeitet. Ingmar Hörn, der Gründer, erleidet im Frühjahr einen Schlaganfall. Er zieht sich aus dem Vorstand des Unternehmens zurück, arbeitet aber weiter mit. Dennoch ist er nicht am Ziel. Also zunächst mal sind wir noch nicht, dass der Impfstoff auf dem Markt ist. Ich glaube, das müssen wir echt erreichen. Ja? Erst dann ist ein Durchschnaufen erlaubt. Nach Corona will Ingmar Hörn weiter nach neuen Impfstoffen suchen. Denn er brennt für die Forschung, wie die Wissenschaftler, die einst in diesem Tübinger Labor gearbeitet haben.